Hallo Leute, schön, dass ihr hier dabei seid beim Minecraft. Letzte Folge haben wir so also ein bisschen Reaktor aufgebaut und getestet und festgestellt, der ist ja nicht so gut, aber es funktioniert. Wir werden jetzt zweimal so ein Redstone-Board machen. Dann werden wir uns so einen Repeater bauen. Einfach Vanilla-Repeater, brauchen wir nichts Besseres. Und Redstone. Viele werden jetzt schon wissen, um was es geht. Wir werden automatische Abschaltung machen für den Reaktor. Weil den lassen wir jetzt mal ein bisschen hier stehen. Wenn der voll ist, soll er sich abschalten. Das bauen wir jetzt dann hier rein. Da und da. Hier sagen wir Set from Signal. Toggle on Pulse. Ne, Set from Signal, glaube ich. Und hier sagen wir, wenn Output Energy Amount weit below unter 50%. Ne, unter ja 50%. Komm mit. Glaube ich, so heißt das ja, oder? Aber gleich feststellen. Weil deutlich mit unter 50% ist. Müsst ihr Redstone-Signal ausgeben und dann einschalten. Wenn ich es richtig eingestellt habe jetzt. Below heißt ja drunter, ja. Unter 50%. Und hier, solange Redstone-Signal anliegt. Das dann halt mit dem Buttix verzögert, damit es einfach länger anbleibt, damit er nicht wirklich an aus geht. Bräuchte man natürlich irgendwas, das Energie verbraucht. Da gehen wir jetzt mal schnell runter. Wir haben ja unten unser Super Spawner. Können wir einfach mal schnell aktivieren. Dann hat er was zu tun und der Reaktor müsste schneller Strom verlieren. Ja, geht schon wesentlich schneller. Und wir kriegen sogar ein paar Dings dazu. Mit der Skelettkappe. Ob wir es brauchen oder nicht, das ist ja mal vorerst egal. Es geht ja hier mal um Reaktor zu testen, ob der das macht, was ich möchte. 70%, wir haben es bald. So, wie schaut es bei dir aus? Da läuft. Gut. Der macht, was er soll. So, jetzt kommen wir dann bald schon unter 50%. Mal gucken. Ob er dann auch wirklich einschaltet, nicht, dass wir da ein Problem kriegen. So, 60. 59. Und wenn das klappt, dann haben wir das schon mal automatisiert. Dann können wir den vorerst mal ein bisschen hier stehen lassen. Dann können wir uns dabei ein bisschen um andere Sachen kümmern und ich kann das dann offline, wenn ich mal Lust und Laune habe, umbauen und irgendwo anders hinsetzen und größer bauen und ordentlicher bauen. Jetzt müsste rein deutlich bald das Redstone-Signal angehen. Bald. Kann sich nur um Jahre handeln. Jetzt geht's an. Zack geht an. Der Reaktor müsste jetzt laufen. Genau. Und schaltet dann auch gleich bald wieder aus, weil er über die 50% ist. Was für uns heißt, wir müssten rein deutlich mehr Repeater bauen. Da ist es natürlich besser, wenn wir die vom Projekt Red bauen. Die haben eine größere Tickzeit, glaube ich. Wenn ich mich so erinnern kann. So, davon noch ein paar. Und davon noch ein paar. Und dann müssten wir die schon bauen können. Nein, dann fall normales Circuit. Normales Circuit soll kein Problem sein. Ist einfach Stein in der Furnace. Na komm. Eins. Was fehlt in der Mitte? Hast du einer noch? Bauen wir uns mal zwei Stück. Können wir ein bisschen längeren Weg machen, so längere Zeit, wo er anschaltet. Sonst triggert er natürlich relativ hoch. Ihr seht, er fährt nicht mal hoch, ist er schon wieder aus. Heißt, wir werden hier einfach das Ganze erweitern. Mal hier mal ein Vanilla nehmen, bei den schon mal als Vorhut nehmen sozusagen.
Wartet dann natürlich auf ein Signal, kriegt auch keins. Sagen wir moderne Gals oder ein Repeater. Und ein Redstone, noch ein Repeater. Na, das geht nicht, oder was? Interessant. Ja, es geht schon, aber komisch sieht's aus. Dann machen wir einfach so. So geht's aber. Und die schalten wir natürlich ein bisschen länger. Da. Jetzt müsste ein bisschen länger Zeit haben, wo er läuft. Weil einfach mehr Ticks hat. Platten der Ticks, weiß kein Mensch. Jetzt ist er über 50 schon. Okay, rein theoretisch müsste er schon ausschalten. Ah, macht er schon, okay. Läuft der noch ein bisschen nach? Dann müsste der auch bald ausschalten. Weiß gar nicht, wie viel Ticks danach läuft, ja. So, zack. 65%, also. So hat er genügend immer so ein bisschen Buffer, dass er länger laufen lassen kann. Das ist gut, das ist gut. Das gefällt mir. So läuft er nicht immer ständig an, aus, sondern hat einfach längere Laufzeit. Was uns natürlich auch Vorteile bringt. Gut, dann haben wir das mal. Was gehen wir die Folge an? Ich bin echt. Ich weiß nicht, das ist. So schwierig. Er hat so viele Projekte im Kopf, aber die ganzen Anfangen hier, Steinhammer, Sand. Bisschen nachlegen hier. So. Die ganzen Projekte, da weitermachen ist schwierig. So. Aktuelle Editions haben wir eigentlich hier, weil du die bräuchten was drüben nicht mal. Es ist halt immer schwierig, da wirklich was zu machen. So 47, mal gucken, wie weit er runter geht, bis er anfängt. Dauert natürlich auch ein bisschen, weil er trotzdem auch die Verzögerung drin hat. Also er ist auf 60, das heißt, er müsste ungefähr bei 40 anfangen, sowas. Fährt er hoch. Produziert dann wieder bis 60% sowas. Und fährt dann wieder runter. Also, so kann man das laufen lassen. Vor allem, wenn wir ja weniger brauchen hier unten. Dann dauert das auch länger, bis das macht. Wir werden jetzt mal das hier wegreißen. Interessant. Und wenn das Ganze mal rübersetzen in unser anderen Haus. Damit wir hier ein bisschen anfangen können. Das müssen wir auch schön langsam weitermachen, weil Draconic Evolution werden wir brauchen. Ich habe hier schon mal die Längens. Und hier haben wir schon andere Sachen, zum Beispiel den Bogen, das Längens, das Schwert. Also sie haben schon ein paar Sachen. Natürlich fehlen uns jetzt Draconic-Ingots. Bisschen Problem mit. Wo ich gerade sehe, wir werden das jetzt trotzdem mal hier reinwerfen. Und das mal kurz doch nach hinten hängen. Wir haben was Wichtigeres zu tun und zwar brauchen wir jetzt mal einen Bauer als Spawner. Ich glaube, das hat jetzt Priorität. Aus dem Grund, weil es fehlt in der Maschinencase, fehlt ein Basic Dingsbums Gedönse. Wir brauchen den Spawner, weil wir Enderperlen brauchen. Sonst kann man das End nicht finden und ohne End gibt es auch kein Draconic und Draconic gibt es kein RF-Tools, ihr wisst ja, was ich damit meine. Und daher brauchen wir das. Also so ist es. Soul-Dingsbums brauchen wir zweimal. Dann brauchen wir ein Zombie-Kopf. Und zweimal Redstone. Und zweimal Silikon. Silikon auch zweimal. Haben wir auch nicht mehr viel. Ich glaube, das kann ich schon automatisiert herstellen, ja. Da stellen wir mal 64 her. Bleis habe ich glaube ich noch drüben, oder? Ich glaube, noch ich gar nicht mal hier hingetan. Genau. Blablabla. Beschleunigen. Was
Zettellogik. Könnte man ja auch mal automatisieren. Ich glaube, so oft braucht man den gar nicht. Die Vibrant müssen wir natürlich craften. Zwei Stück. Es fehlt Enderpearl. Fucking Scheiß, Shit, Drecksteil. Enderpearl. Da ist von Enderman. Enderman, wo kommst du her? Hallo, Enderman, Enderman. Jetzt um diese Jahreszeit ein Enderman zu finden, ist halt auch. Ich glaub's nicht. Ganz ehrlich, ich glaub's nicht. Das heißt, wenn der. Enderpearl. Wenn ich wüsste schon, wo wir ein Enderman herbekommen. Witch, Witch. Ich glaube, zwei Enderman haben wir eingesteckt. Enderman, Enderman. Das bringt nichts, ich muss es machen. Wie, du droppst keinen Enderperle. Echt jetzt? Doch, drei. Yeah. Dann können wir Vibrant zwei Stück herstellen. Also ihr seht, wir sind ganz knapp am Limit, was mit Enderperlen angeht. Das heißt, wir bräuchten das dringend. Ein Spawner. Weil sonst stehen wir echt an. Wir können da gar nichts machen. Wir können nicht mal Eye of Ender machen. Wir können keine Enderperlen machen. Nichts. Weil man braucht ja das End zu finden, ja schon mal die Eye of Ender. Und wir brauchen ja auch Eye of Ender, um das End zu öffnen. Genau so. Man muss immer nachdenken, wenn man etwas macht, was man redet und wo man gerade hängen geblieben ist. Sind dann die zwei noch und dann haben wir den Board Spawner. Und da baut man rein. Theoretisch, wenn ich jetzt richtig noch weiß. Ich die Painting-Maschine. Board Spawner. Soulwife da. Soulwife und Spawner in Soulbinder. Ein Spawner haben wir noch. Ein Broken Spawner. Soulwife. Soulbinder, genau. Zack, zack. Sechs Leveln und machen mal hin. Dauert jetzt Jahre, deswegen beschleunigen wir das mal. Ein bisschen zu wenig Energie, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben schon 9%. Schon oder erst, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Wichtig ist, dass überhaupt was passiert hier. 19%. Weil der keine Energie kriegt. Warum kriegt er keine Energie? Geht doch mal von denen, oder? Naja, vielleicht sollten wir schlafen gehen mal. Kann er in Ruhe sie aufladen. Energy Plug können wir natürlich auch keinen mehr bauen. Ah. Ist natürlich jetzt alles doof. Gerade überlegen. Sollten wir die Enderman? Ja, die werden wir hier reinklatschen, die Enderman Spawner. Und hier dann vorerst mal mein Schwert rein. Weil da ist Looting drauf. Und da wisst ihr, was das bedeutet. Das heißt mehr Enderpearl. Ich hoffe halt nur, dass die Endermans dann nicht wegbohrten sich. Das heißt, haben wir überall alles voll von Endermans. So, der hat jetzt gar keine Energie mehr. Interessant. Ja. Könnte ich denen jetzt Energie geben? Eindeutig von denen Energie. Der kriegt aber auch davon Energie. Ich habe da noch eine Kapazitorbank, die könnte ich noch hier dran klatschen, dann kriegt er da auch noch Energie. Kann er wieder ein bisschen beschleunigen, dann kriegt er schnell Energie dazu. Dann müsste er auch bald mal fertig werden. So, 79%. Schön langsam wird's ja. Langsam, aber es wird. Wo wieder ein bisschen schneller und dann da wieder schneller und hier schneller und da schneller. 98, 99, 100. Perfekt. Broken Spawner. Die zwei zusammenkraften in den Anvil, den ich nicht mehr habe. Blablabla. Weiß gar nicht mehr. So, glaube ich, oder? So, so, so. Woll. Ich hab's noch drauf, wie ein Anvil baut. Der ist kaputt gegangen. Das. 16 Level. Hammer. Das heißt, wir nehmen den.
Dann nehmen wir jetzt einfach Ender Man Spawner. Ist ja Enderman. Und weil ich hier sehe, Looting. Genau, da wollte ich ja was anderes testen. Aber ich kann es mal testen. Wir haben hier zwei Bücher. Das war ja das, was wir schon mal gehabt haben. Wir haben hier von diesem Tome Sharpness 5 und wir haben Enchantment Buch Sharpness 5. Jetzt werde ich euch mal zeigen, was man damit machen kann. Kann das und das zusammenlegen, kriegt Sharpness 6 raus. Ein Enchantment Buch mit Sharpness 6. Ich glaube, Sharpness 6 standardmäßig gibt es gar nicht. Das ist extra hinzugefügt. Dafür müssten wir aber noch ein paar Dinger holen, Level holen. Ob 26 waren es, oder? Zack, zack. 35. Fucking zwei Level. Das zweite Buch. Hallo, ich wollte den Spawner. 1, 2, 36 waren es, gell? Ne, 35. Sharpness 6. Das werden wir jetzt nicht verwenden. Keine Sorge. Auch wenn ich es gerne auf das Schwert hätte. Wir werden das dann später mit Botania machen, weil bei Botania kriegen wir die Bücher wieder zurück. Oder, was wir noch machen könnten, wäre, wir haben Bibliocraft drauf und ich glaube, damit kann man auch Enchantment-Bücher verdoppeln. Und mal auch testen. Beziehungsweise werde ich mal offline testen und dann werde ich euch zeigen, wie es funktioniert. Weil das ist schon lange her, wo ich das getestet habe. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge werden wir mal unser Enderman Spawner aufsetzen und dann weitergucken. Also bleibt dran, macht's gut. Tschüss, Leute.